Raus aus dem russischen Öl. Die EU-Außenminister wollen in Luxemburg über ein neues Sanktionspaket gegen Russland beraten. Teil ist ein Embargo russischer Öllieferungen, das Europa unabhängiger machen soll. Wir haben als deutsche Bundesregierung bereits deutlich gemacht, dass es einen Komplettausstieg aus fossiler Energie geben wird. Und damit das gemeinsam in der Europäischen Union umsetzbar ist, brauchen wir einen gemeinsam abgestimmten Plan. Die Bundesregierung hatte zuletzt noch angekündigt, Deutschland brauche bis Ende des Jahres, um unabhängig von russischen Öllieferungen zu sein. Zudem drängt beim Gas weiter die Frage nach Alternativen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte zuletzt die umstrittene Fracking-Methode ins Spiel gebracht, bei der chemisch Gas aus Gestein gelöst wird. Das birgt zwar Gefahren für die Umwelt, sei aber handelbar. Jeder Eingriff in den Untergrund birgt Risiken. Aber es gibt bestimmte Dinge, die wir technologisch gelernt haben. Das Potenzial wäre zudem enorm. Bis zu 2,8 Billionen Kubikmeter seien in Deutschland förderbar. Zum Vergleich, jährlich werden hierzulande nur rund 90 Milliarden Kubikmeter verbraucht. Die Bundesregierung habe dennoch keine Fracking-Pläne, so Wirtschaftsminister Habeck. Der Umstieg soll ja auch möglichst schnell weggehen von Erdgas. Das heißt Ausbau der Elektrifizierung und dann Hochlauf von Wasserstoff. Und das ist, glaube ich, auch für Fracking und Erdgas nicht der beste Grund für eine Investitionsentscheidung. Auf der Suche nach weiteren Alternativen präsentiert der Traktorhersteller Deutz diesen Wasserstoffmotor. Anderswo sollen auch solche schwimmenden Solarparks helfen.